Hallihallo, Hallöchen. Ich habe doch in der Vergangenheit so Situationen gehabt, dass welche bei mir in der Wohnung drin waren und Sachen verändert haben und in meiner Abwesenheit und da immer wieder gesorgt haben dafür, dass ich in der Psychiatrie lande, mich in den Wahnsinn getrieben haben. Ich höre die alle Stimmen im Kopf und dergleichen. Das ist wirklich, ist ja so, ne? Ey, das ist wirklich, ich habe heute noch davon geträumt. Ich habe heute noch davon geträumt, dass ich mit einer übelst heißen 16-Jährigen was hab. So. Und die wollte ja Drogen nehmen. Und dafür musste ich welche besorgen. Und dafür musste ich dealen. Habe ich nicht gemacht. Das ist wirklich, ich habe nur einen Traum, ne? Habe ich wirklich geträumt. Und dann habe ich ein bisschen was gehabt und war bei jemandem und dann hat er die Alarmanlage angemacht und hat mir die Bullen hinterher geschickt. Und die Bullen also die Polizei wollten mich fangen und so und wollte mich in die Psychiatrie sperren und dann wollten sie mein ganzes Zeug aus der Wohnung mit Einbruch entfernen und wollten mein ganzes Hab und Gut verkaufen und so und das ist auf jeden Fall das, denke ich, das ist auf jeden Fall das, denke ich mir, was die in meinem Kopf, die Stimmen und auch die Leute bei YouTube immer wieder als Ernten bezeichnen. Ne? Dass einfach von solchen guten Menschen wie mir einfach versuchen, das Leben komplett zu zerstören. Weißt du, wie ich meine? So einfach erstens das Leben sabotieren, zweitens die Leute in den Wahnsinn treiben, drittens in die Psychiatrie einsperren, viertens das Hab und Gut dann klauen, in die Wohnung einbrechen und dergleichen. Und ich nehme an, dass da gewisse Leute von so Einrichtungen wie jetzt zum Beispiel vom sozialpsychiatrischen Dienst oder von der Polizei unwissentlich mitmachen, dass die in die Richtung manipuliert werden, dass die da mitmachen müssen und aber auch selber keine Chance haben, dagegen was zu machen. Ey, es ist wirklich, es ist so heftig. Genauso wie Call-ID-Spoofing, Alter. So Zeug lässt so viel Verbrechen zu. Also, guck mal, also, irgendwo anzurufen und eine fremde Nummer, jetzt beispielsweise, ne, Verbrecher X, ruft irgendwo an und löst einen Polizeieinsatz aus. Und Person X hat von mir Opfer die Telefonnummer, ne? Und versucht andere Menschen Schaden zuzufügen. Blendet meine no Rufnummer über Caller-ID Spoofing ein und Opfer 2 ist dann in der Situation, wo dann die Polizei einrückt und alles. Und aber das Ganze wird ja auf mich zurückvollzogen, Opfer 1, weil ja meine Rufnummer angezeigt wird. Und Täter X ruft nicht mit seiner eigenen Nummer an, sondern zeigt meine Rufnummer über Caller-ID Spoofing an, um mich als Täter hinzustellen, obwohl ich selber Opfer bin. Ja, also ich bin ja Opfer 1 und dann Opfer 2 hat die Bredouille mit dem Einsatz und ich als Opfer 1 bin ja angeblich der, der angerufen hat. Und da ist die Polizei mit dem Ermittlungsstand so richtig hinterher, finde ich irgendwie, weil mit dem Call-ID-Spoofing, ich habe das an meine Betreuerin geschickt, da habe ich neulich ein Video bei YouTube gesehen, übelst zum Kotzen. Das geht kinderleicht und dann werben sie dafür lustige Telefonstreiche und Happy Spoofing. Aber was damit alles möglich ist, das ist so richtig belastend und bescheuert, Alter. Naja, scheiß Zeit haben wir irgendwie wieder, hä? Aber wirklich ohne Mist, also ich nehme an, das mit dem Ernten, wie sie das gemeint haben, immer und immer noch meinen, ist dann Menschen wie mich in die Bredouille bringen, psychisch fertig machen und dann das ganze Hab und Gut noch aus der Wohnung rausräumen und was weiß ich nicht, oder an die Drogen rankommen oder was weiß ich denn, keine Ahnung. Ich möchte dann nicht wissen, Alter, was mit der Außerwartenkammer und mit den Betäubungsmitteln passiert, die da konfisziert werden bei Hausdurchsuchungen. Alter, ehrlich, wirklich. Das möchte ich nicht wissen. Darüber rede ich aber auch nicht. Es ist mir egal. Es ist nicht meine Baustelle. Ne? Ich bin froh, dass ich mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun habe. Weil ich werde jetzt definitiv ganz langsam einen Schritt nach dem anderen machen. Jetzt bin ich erstmal clean. Fast ein Jahr. Am 30.01. wird es ein Jahr, wo ich clean bin. So, und dann, ganz langsam, fange ich wieder an zu arbeiten. Und ich bin Behinderter, ja, ich kann nicht mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, wegen meiner Psyche, ich schaffe das nicht. Ich kann mich ja auch nicht dauerhaft konzentrieren. Also versuche ich wirklich in eine Behindertenwerkstatt reinzugehen für psychisch Kranke. Ja, wenn ich hier fertig bin mit meiner Clean WG. Und da bleibe ich hier noch, bis ich wirklich mit meiner Betreuerin einig bin, dass ich hier wirklich auch weg kann. Weil hier habe ich immer die Zeugen, dass ich hier bin und kein Blödsinn mache.
wenn andere versuchen, mich für irgendwas hinzustellen. Das ist das Gute dabei. Das hat auch meine Betreuerin so gesagt. Hier bin ich immer, hier habe ich immer Zeugen um mich rum. Habe ich immer welche, die bezeugen können, dass ich wirklich ein Guter bin und nichts Böswilliges mache. Gell, JB Wurzelknochen? Ja, ich Ja. bin dabei. Er ist dabei. Er kriegt immer mit, was ich mache. Und ich mache nur positive Sachen. Ich helfe hier übelst mit. Ich fahre einen Müll, weil der andere nicht kann. Ich bin in der Holzwerkstatt, mache mein Zeug. Wirklich, wenn ich klein arbeiten, wenn ich gebraucht werde, springe ich ein. Ehrlich, ohne Scheiß. Und ich verstehe mich mit jedem. Ich werde nur gelobt. Und was auch übelst cool ist, Leute, mit meiner Psychiater, ist es Neurologin oder Psychiaterin? Neurologin, gell? Die Neurologen, Frau Dr. Punkt, Punkt, Punkt. ja. Ja, genau. Meine Neurologin, die hat sogar gesagt, also es hat meine Sozialarbeiterin hier hat mit meiner Neurologin telefoniert, über Videotelefonie, und die haben gefragt, ob meine Spritze, die Dosis ein wenig geringer werden kann, weil ich habe ja 100 Milligramm von meinem Wirkstoff und das wollte ich ja 75 gern haben, und die hat dann auch gefragt. Und die hat gesagt, natürlich, na klar machen wir das, überhaupt kein Problem. Von dem Herrn Schön habe ich bis jetzt nur Gutes gehört. Also wirklich, da sprechen alle gut über den, machen wir überhaupt kein Problem, dem steht nichts im Wege, der hat sich selber gut im Griff. Super. Weißt du, so muss es sein. So Genau. muss es laufen. Und ich habe hier mit allen keine Probleme, und die kommen alle übelst gut mit mir aus. Jeder grüßt mich freundlich, die können mich alle gut leiden. Die ganzen Bewohner von hier grüßen mich freundlich, ich komme mit allen gut aus. Mit meiner Familie komme ich wieder hammergut aus, mit meiner Betreuerin komme ich hammergut aus. Alles Bombe. Ich habe mein Leben richtig viel geil wieder in den Griff gekriegt. Also eigentlich so eine 180-Grad-Wendung, Ich weil auch, ja. wenn du das sagst, du hast Drogen konsumiert und warst süchtig und so. Es gibt ja nur angeblich nur 5%, die schaffen die Drogensucht, also gerade das Crystal Meth, mal irgendwie wieder wegzukriegen und das zu lassen. Ne? Und ich bin jetzt wirklich, bin jetzt echt fast ein Jahr clean, und ich bin so dermaßen stolz, ey, ohne Scheiß. Und meine ganzen Zuschauer, die freuen sich auch mit mir, ey. Ich habe ja natürlich hier nicht voll das mega Highlight-Sendestudio mehr, aber es ist, na ja, es ist, komm, komm. Hast Da, recht, ich habe ja. eigentlich, ich habe wirklich ein richtig gutes Sendestudio wieder, he? Mit einem Laptop. Der Laptop, da ist zwar nicht das schnellste und da kann man nicht alles gleichzeitig machen. Die CPU ist mal schnell an seine Grenzen gebracht, aber egal. Ich habe einen Computer, den kann ich zusammenklappen, ist er aufgeräumt und kann meine Videos machen, kann normal zu euch reden. Und jetzt habe ich gerade noch ein anderes Video veröffentlicht machen. Ne, heute müsste ich noch mal Impfung kriegen. Da informiere ich euch die nächsten Tage, was so mit der Impfung los ist. Und ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Na? Also, das ist definitiv das, was ich euch erzählen wollte. Aber wie gesagt, in meinem Traum, das war halt echt so richtig abgefuckt. Ich habe da so eine. Ey, da setzen die junge Mädchen ein. Das machen die wirklich so. Da setzen die junge Mädchen ein. Und da denkst du, wenn du der Drogen besorgst und so, kannst du die immer schön vögeln. Und dann fängst du an und lässt dich da auf zwielichtige Sachen ein. Selber bräuchtest du gar keine Drogen, aber du willst halt, dass die Kleine halt sich freut und dass du mit der immer schön Spaß haben kannst und so. So in die Richtung machen sie das mit dir. Das habe ich geträumt, dass sie das mit mir so machen. Und da bin ich so richtig aufgewacht, hab ich gedacht, ihr seid solche Schweine, Alter. Ihr setzt Menschen gegeneinander ein, versucht die gegenseitig, dass sie sich manipulieren. Ey, das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Aber das ist das Geile daran, dass ich YouTube mache, schon so ewig lang, ne? Da kann ich meine Träume und mein Zeug mit euch durchanalysieren, weißt du? Da kann ich mir mit euch Gedanken machen. Und da könnt ihr auch irgendwie, meine Zuschauer, ne? Könnt euch ein Bild machen über das, was ich mir so denke. Und könnt euch eine eigene Meinung bilden. Hä? Und das hilft ja im Gesamten dann auch wieder. Ne? Und vielleicht, tue ich ja mit meinen Worten andere, die im Konsum hängen, auch dazu motivieren, einen Aufzuhören. sauberen Weg zu gehen. Freilich, ich mache es jetzt nicht irgendwie, ich habe keine Auflagen, ich mache es nur für mich. Ich mache es nur für mich, dass ich selber clean bin. Weil das ist so scheiße, ich habe es mit meinen Eltern drüber gehabt. Ne? Wenn du Drogen brauchst, dann musst du dich immer mit zwielichtigen Leuten treffen. Dann stehst du da, hast du irgendwelche Meetings an der Straße oder irgendwas. Dann kaufst du es vielleicht, dann ist es zu wenig, dann wirst du noch über den Tisch gezogen. Dann ist es vielleicht irgendwelcher gefakter Scheiß. Hä? Da geht so viel Geld dabei drauf. Und du bist, das hat so viel mit Enttäuschung zu tun. Das ist doch einfach nicht mehr schön. Wirklich. Also Was keine Ahnung. seid so gut. Ihr seid alle wirklich normale Menschen und braucht den Scheiß nicht.
Ich habe auch gedacht, ich brauche das, aber nö, ich komme doch auch ohne aus. Ich komme doch super aus. Ich habe meinen Tagesablauf und komme gut durch den Tag. Und ey, ehrlich, wenn ihr eine Freundin findet, ne? Und die nur bei euch ist oder nur mit euch zusammen ist, wenn ihr da Drogen habt oder irgendwas, gell? Das ist immer eine übelste Scheißmasche, gell? Dass dann die Weiber so sind, dass die Kerle irgendwie das Zeug besorgen müssen und die Weiber dann, dass sie da sind und so, musst du immer was vorrätig haben und wie auch immer. Ey, dann schießt die Alte ab, sucht euch eine vielleicht mit Was einem hältst du Kind, davon? sucht euch eine, die ein Kind hat, sucht euch eine, die mit beiden Beinen im Leben steht, hä? Und kümmert euch mit der zusammen ums Kind. Und lebt normal. Da habt ihr mehr gekonnt. Da habt ihr echt mehr gekonnt. Weil, das muss man sich ja mal vorstellen. Drogenkonsum führt in die Sucht. Führt in die Sucht. Die Sucht führt in die Armut, weil du bist dann immer arbeitsfähig. Es kommt nicht mehr viel Geld rein, aber du brauchst viel, weil die Drogen teuer sind. So. Drogenkonsum führt in die Sucht. Und Drogensucht führt in die Armut. Und die Armut führt ins Verbrechen. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wenn ihr dann nicht irgendwie immer seht, dass ihr mal ein bisschen Geld kriegt und so, dass ihr an euer Zeug rankommt, die einen gehen klauen, die anderen dealen. Und beides führt früher oder später in den Knast. Und das geht gar nicht. Und dann seid ihr im Knast und dann lernt ihr noch schlimmere Menschen kennen und lasst euch auf noch schlimmere Sachen ein und dann seid ihr in eure Verbrechensspirale drin, wo ihr nie wieder rauskommt. Weil auch Verbrechen können zur Sucht werden. Ich bin der Meinung, dass viele Verbrecher, ja, richtig süchtig nach Verbrechen sind. Diese Nervenkitzel erwischt zu werden und so. Ne? Das, die stoßen ja da Adrenalin Gebe ich aus dir und auf was jeden weiß Fall ich. recht, ja. Muss ich mir recht Das geben. ist das, das ist das, was euch mal auf die Zunge zu gehen lassen muss. Deswegen, auch wenn eine Stimme im Kopf hört, auch wenn die euch beeinflussen wollen, auch wenn irgendwelche komischen Sachen sind, hört immer auf euch selbst. Hört immer auf euch selbst und lasst euch von niemandem irgendwas sagen. Und fangt nicht mit der Scheiße an. Und wenn ihr das ausprobiert habt und das eine Zeit lang cool ist, dann denkt ihr lieber drüber nach, aufzuhören. Weil die Drogen sind immer in Deutschland komplett illegal. Es ist ja noch nicht mal das Grasrauchen illegal, wenn, außer auf Rezept und so vom Doktor. Also lasst den Scheiß. Wenn er erwischt wird, es sorgt nur für Probleme. Erst kommt teure Geldstrafe, dann kommt Bewährungsstrafe, dann kommt Knast. Das ist doch bei jedem so. Ja? Und hört auf jeden Fall nicht auf solche wie Jesus und so diese sogenannten Gangster-Rapper, weißt du, ich habe ein Kilo auf Tasche und das ist cool, yeah, weißt du, was sie immer in ihren Hip-Hop-Texten raus haben, weißt du, die Polizei kann mir mal gar nichts sagen, ich bin ein großer Rapper, ey, ohne Scheiß, die sind noch mehr am Arsch, die sind noch mehr am Arsch, aber darüber wollen wir erst gar nicht reden. Nee, nee, hier. Guckt lieber weiter euren Schöni. Guckt lieber weiter euren Schöni. Den findet ihr sympathisch, den könnt ihr leiden, das weiß ich. Ne? Und lasst mich euch ein Vorbild sein. Ihr seht, ich habe extravagant gelebt. Ihr seht, ich habe mein Leben mit in den Griff gekriegt. Ich zeige euch, wie es geht. Ich helfe euch einen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja. Ihr erreicht mich über die Kommentare, ihr erreicht mich über mein Facebook-Profil. Ich bin Stay Real. Ja? Und hört auf, Alter. Hört auf, euch mit der Scheiße auseinanderzusetzen, Alter. Das ist wirklich. Alles nicht. Das bringt's nicht. Klar habe ich eine geile Alte gehabt, ne? Die Valentina. Die geile Russin, ne? Aber da mussten immer Drogen da sein. Aber entweder hat sie welche besorgt oder ich welche besorgt habe, es musste immer was da sein. So, dass wir normal miteinander. Ey, ohne Scheiße. Dass wir nüchtern miteinander glücklich waren, das ist nie vorgekommen. Wir haben immer irgendwelche Drogen dazu gebraucht. Dumm, Alter, ist das. Dumm ist das. Nie wieder so eine Frau, ich schwör's euch. Also, ja, immer schön nachdenken, was er macht. Ich weiß, ich wiederhole mich. Alles klar. So, seht ihr, jetzt habe ich mal eine Viertelstunde eine Ansprache gehalten. Darf ich aber dreimal Werbung reinmachen? Und, ja, ich wünsche euch was. Und ey, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr sagt, okay, alles klar, es gibt wirklich Drogensüchtige, die das echt in den Griff wieder kriegen, guckt euch den an, dann teilt das Video, zeigt es euren Kumpels, Alter, und sagt echt, pass auf, hier, ich habe zwar im Moment nur dieses eine Zimmer, ja, und meine Wohnung verloren, aber mein Gott,
Ich habe das gebraucht, weil ich bin 17 Mal auf Entgiftung gewesen, ja. Und jedes Mal bin ich wieder zurück in meine Wohnung, habe mein ganzes Zeug gehabt, gleich wieder was besorgt. Und weiter ging's. Ich habe das gebraucht, Alter. Dreck fressen, weißt du, Wohnung verlieren, in der Psychiatrie, ich weiß nicht wohin und so, weißt du. Jetzt bin ich hier herzlich aufgenommen in meine Clean WG. Die haben mich alle lieb. Und ich habe meinen Weg aus der Sucht geschafft. Ghetto Fastex Telefon. Ich hoffe, Keule, ich habe dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ihr könnt ja selber sehen, was er macht. Klar, aber irgendwann muss die Party einmal vorbei sein, bin ich der Meinung.